Was geht ab, meine Ringlife-Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. So, Freunde, heute schauen wir uns mal wieder was von Trymix an, und zwar dem größten Streamer Deutschlands. Der hat nämlich beschlossen, mit dem Boxen anzufangen, um gegen seinen Streamer-Kollegen Mickey demnächst einen Boxkampf auszutragen. Wir haben schon ein, zwei Sachen von ihm angeschaut, war wirklich interessant. Heute schauen wir uns mal dieses Video an, und zwar erstes Mal gegen meinen Bruder Sparring. Mein Bruder verprügelt mich. Klingt interessant, wir schalten da direkt mal ein. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ganz kurze Eigenwerbung hier an dieser Stelle. Wir haben eine eigene Kampforganisation gegründet, die nennt sich Hardest Fighting auf YouTube. Dort werden richtig geile, harte Faustkämpfe ausgetragen von Fightern aus Deutschland. Wenn ihr also Bock drauf habt, ein paar wilde Fights zu sehen, checkt den Kanal, lasst einen Kommentar da, gebt ein bisschen Feedback. Jetzt geht's weiter. Hallo, du? Mhm, läuft. Ja? Ja. Moin Leute, Trymix hier. So, jetzt werde ich einmal in die Schranken düsen und dann kann ich nochmal gegen Nippi ran, gegen Henki. So. Also für diejenigen, die jetzt nicht wissen, wer was ist, also ich weiß auch nicht, wer das ist, ich weiß nicht, wer das da hinten wirklich ist, aber der Kollege, das hier ist Trymix, ja, also Max heißt er, glaube ich, das ist aktuell halt eben der größte Livestreamer in Deutschland auf Twitch. Ja, gutes Partner-Workout jetzt hier gerade, Deckungsarbeit wird jetzt hier gerade geübt. Warum macht das so viel Spaß? Okay, das ist safe sein Bruder. Allein die Art und Weise, wie er gerade hier geredet hat, wie er gelacht hat, das klang schon auf jeden Fall richtig nach Trymix. Das war jetzt nicht mit Ansicht zu schnell, aber... Ja, das ist eigentlich ein gutes Workout, was sie jetzt hier gerade gemacht haben. Einer deckt nur, versucht die Schläge anzunehmen, während der andere lockere Schläge schmeißt. Ist gut für Hand-Augen-Koordination, ist gut für die Bewegungen, ist ein gutes Training. Auch das trainiert auch, was viele immer wieder fragen: Ey, Edmond, wie kann ich es trainieren, dass ich meine Augen nicht immer zumache, wenn jemand zuschlägt? Ganz einfach, ihr müsst einfach lernen, die Augen offen zu halten, während der andere schlägt. Nein, doch. Ja, lasst ihn schlagen, versucht es zu decken, aber konzentriert euch auch unbedingt darauf, die Augen offen zu halten. Anders geht's gar nicht. So, also, Trymix macht jetzt hier Sparring mit Alex. Ja, rechts auf der Seite mit dem weißen Shirt ist Alex Mind von Smart Combat. Schönes Head Movement, gute Overhand-Rechte hier von Alex. Der spielt jetzt hier gerade ein bisschen mit Trymix. Schöner Jab von... das war wirklich ein schöner Jab von Trymix. Das war wirklich ein... Da muss ich kurz zurückspulen. Nee, warte, wo war der? Sorry. Da steppt er richtig rein und die Jab kommt richtig schön gerade. Da. Das war wirklich, wirklich ein schöner Jab. Technisch eigentlich echt gut geschlagen. Jetzt muss er nur noch lernen, wenn er die Rechte schlägt, die Rechte lang zu schlagen und nicht seinen Kopf wegzudrehen. Also nee, der Jab ist wirklich gut. Der Jab ist wirklich gut. Schaut mal, technisch anständig, lässt den Ellbogen unten, kommt mit dem Körper rein, gerade durch die Mitte durch den Jab. Schau mal, bam. Echt schöner Jab. Jetzt muss er muss ihn einfach nur noch ein bisschen schneller und knackiger rausbringen, damit der Gegner nicht so viel Zeit hat, ihn zu sehen. Aber der Jab kommt wirklich gut. Ich bin überrascht. Ziemlich, okay. Ja, hier, Alex spielt ein bisschen mit ihm, täuscht mit der rechten Hand, kommt mit dem linken Haken rein, ja, aber Trymix ist schon ein großer, kräftiger Typ, da muss man doch aufpassen, auch wenn er jetzt noch nicht allzu technisch perfekt und knackig kommen, liegt da trotzdem sehr, sehr viel Gewicht dahinter und das tut schon definitiv weh, wenn er trifft, ja. Also da muss Alex schon aufpassen, dass ihn da nicht einer dieser Schwingerbomben trifft. Boah, schön zum Körper. Ah, bei der Doppeldeckung nicht den Kopf runter. Oh, da war eine dieser Schwinger dabei.
wenn man die Doppeldeckung hält, dass man die Deckung hält und nicht nach unten gleichzeitig schaut, weil sonst verliert ihr ja die Übersicht über den Gegner. Deckung hoch und den Gegner anschauen. Und wenn die Schläge kommen, nicht die Hände raus, um die Schläge vorzeitig hier zu blocken mit den beiden Händen, weil dann ist euer Kopf offen, dann täuscht ihr irgendwie einen Haken an, ihr nehmt die Hände raus, um den Schlag zu blocken, auf einmal kommt von oben die rechte durch oder sowas, ne? Sondern immer hier mit dem Unterarm und sowas anpassen, mit dem Körper gegen den Schlag gehen. Aber die Hände bleiben am Gesicht. Schöner Jab. Ja, da ist der Fehler. Habt ihr es gesehen? Doppeldeckung war wieder unten. Also Doppeldeckung war oben, Kopf war wieder unten. Man verkrampft, man versteift, man sieht nicht, was der Gegner als nächstes macht. Wenn da so von unten ein Uppercut kommt und ihr ihn nicht seht und er euch direkt auf die Nase trifft oder auf das Kinn, das ist richtig ekelhaft. Augen immer beim Gegner lassen. Es ist immer besser, den gegnerischen Schlag zu sehen und den zu kassieren, als ihn nicht zu sehen und ihn zu kassieren. Wenn man einen Schlag sieht, bereitet sich der Körper und die Nerven bereiten sich ein bisschen auf den Aufprall vor, da kann man ihn besser wegstecken. Wenn man überrascht wird von einem Treffer, das ist das, wo man meistens dann ausgenockt wird. Boah, da war so wieder so ein Schwinger dabei, Junge. Schöne Runde, Mann, muss ich ehrlich sagen. Schöne Runde. Ich bin begeistert, Mann. Trimax hat sich wirklich, wirklich gut entwickelt in dieser kurzen Zeit. Letzte Minute hat die Runde geschafft. Auf voll Fels. Eine komplette Runde, gutes Tempo, Sparring. Also, ich bin wirklich überrascht. Jetzt mal sehen, das ist sein Gegner. Sein Bruder anscheinend hier links in dem schwarzen Shirt. Also sein Bruder sieht auf jeden Fall fit aus körperlich. Ich behaupte mal, dass er auch einiges an Sport macht. Oh, gute Rechte. Bye. Das sah gerade, wisst ihr, wonach das gerade aussah? Jetzt mal kein Spaß, das hat mich gerade 1:1 an George Foreman erinnert, diese Rechte. So gegen Joe Frazier. Gegen Joe Frazier zum Beispiel hat er auch so oft, Frazier hat sich immer so weggeduckt und George Foreman kam so mit einer langen Rechten durch. Das sah irgendwie, ich hatte gerade so ein Flashback an den Kampf. Das sah irgendwie so aus. Sein Bruder muss aufpassen, dass er sich nicht immer so wegduckt, ja, das ist... Schöne Rechte. Oh, Trimax, Hände hoch! Der marschiert wie so ein Golem auf seinen Bruder zu, versucht ihn zu treffen, aber sein Bruder ist ein bisschen beweglich, ja? Der ist schwer zu treffen. Der macht es gar nicht so schlecht. Ja, siehst du doch, in dem ist gleich ab. Was hast du da? 1:30, Hälfte durch, komm kämpfen. Jetzt den hier lassen. Trimax erschöpft. Nach der einen kompletten Runde gegen Alex muss er jetzt noch mal eine Runde gegen seinen Bruder machen. Der Körper macht nicht mehr allzu sehr mit. Er atmet schon schwer. Ui. Der Treffer war böse. Während er sich abduckt, kriegt der eine direkt an den Kiefer, Mann. Das tat weh, glaub mir, das tat wirklich weh, Mann. Auch wenn Trimax gerade nicht fit ist und jetzt schon mittlerweile echt erschöpft ist, aber der hat, glaube ich, so an die, ich habe es letztens gesagt, 105, wahrscheinlich 110 Kilogramm oder sowas. Wenn er einfach nur seinen Körper ein bisschen in den Schlag reinlegt und das ansatzweise etwas beschleunigt wird, dann kommen da gut und gerne mal 200 Kilo, die euch einfach auf den Kopf treffen. Ich will jetzt einfach kotzen. Aber ich finde das auch immer so geil. Jeder von denen erwähnt immer wieder, wie viel Spaß das macht. Ja, die kassieren hier gerade voll eine aufs Maul und sagen einfach so, hey, aber das macht so viel Spaß, ne? Ich muss da einfach voll grinsen, weil endlich
Was soll ich sagen, da wird endlich dieses Bild vom Boxen, vom Kampfsport auch mal richtig dargestellt. Sonst heißt es immer nur, Kampfsport ist so brutal, nur was für Schläger, nur für Assis und so. Und da sieht man halt einfach, ich habe die ganze Zeit ein Grinsen im Gesicht, wenn ich mir das anschaue. Da sieht man einfach, wie viel Spaß auch Leute, die noch nie wirklich was damit zu tun haben, hatten, daran haben, wenn sie mal ein bisschen trainieren. Ich feiere das unglaublich. Oh mein Gott. Oh. Ja, der letzte war witzig. Du bist immer noch mal hinten weggegangen. Bitte? Ich kann ja keinen hinten haken. Ja, das war smart, die Taktik. Ich war da unten immer irgendwo. Übel heftig mit ihm. Der letzte war echt geil. Zweieinhalb Minuten gebraucht, um mich kennenzulernen, wie ich mich bewege und so. Und dann, okay, du gehst wieder nach da unten und bam! Ah. Guter Punkt, sehr, sehr guter Punkt, den er jetzt hier gerade angesprochen hat. Und zwar, der hat 2,5 Minuten gebraucht, um mich kennenzulernen. Trimax hat halt schon ein bisschen gesehen. Sein Bruder taucht immer ab. Und was hat er gemacht? Da hat er halt keinen geraden Schlag mehr gemacht, sondern von unten halt einfach den Uppercut hakenmäßig ins Ziel gebracht. Deswegen muss man auch immer aufpassen, dass man nicht immer dasselbe macht, weil ein guter Gegner wird anfangen, ein Muster zu finden und dann gegen das Muster vorzugehen. Oh, das ist geil. Ja, das ist unfassbar geil. Das ist crazy, wie viel Spaß das macht. Halt nach alle lange Dip. Ja, bitte. Krass, dass du es überhaupt raushältst. Ich bin nach einem Fall schon komplett fertig. Und weiter geht's. Oh. Konditionsmonster, Trimax, was geht ab? Schön. Na, ich bin begeistert von seinem Jab. Sein Jab ist schön. Oh, kurz fintiert sogar. Nicht schlecht, da fintiert er kurz oben und geht mit dem Jab zum Körper. Oh, Maschine. Na, dann schaut euch den Jab an. Ey, der Jab ist so gut. Ich schwör's euch, ich raste aus. Der Jab kommt einfach richtig, richtig gut, Mann. Schaut mal, wie schön die Führhand durch die Mitte kommt. Bam. Noch ein bisschen mehr Tempo, Junge. Er braucht noch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein hinter diesem Schlag. Ich glaube, er realisiert eigentlich gar nicht, wie gut sein Jab ist aktuell. Ich schwöre es euch, der könnte den Kampf gewinnen. Seht ihr? Er hat noch nicht hundertprozentiges Selbstvertrauen in den Jab. Warum? Erstens, weil er jetzt hier gerade gegen den Alex Sparring macht, ja? Wenn man gegen jemanden Sparring macht, der viel erfahrener ist, dann ist man eh immer sehr, sehr vorsichtig mit dem, was man macht. Da traut man sich nicht ganz. Aber er sollte wirklich mit absolutem Selbstbewusstsein, bam, in den Jab reingehen. Der könnte den Kampf nur mit dem Jab gewinnen. Das verspreche ich euch. Der Jab kommt richtig gut. Wenn er es einfach nur lernt, jetzt hier Tempo, explosiv mit dem Jab reinzugehen, dann das ist so ein Jab, der einfach Kämpfe gewinnt. Trotzdem tritt noch zurück, mein Was geht ab. Ja, ihr seht, er ist ein bisschen zu zögerlich. Er ist ein bisschen zu zögerlich gerade, weil er weiß, Alex ist schneller als er, ist beweglicher als er. Aber er muss den wirklich schnell rausbringen. Das ist. Oh, uff, die Rechte. Das wäre schon so ein Knockout-Treffer, wenn Alex da durchgezogen hätte. Ja, diese Overhand-Rechte, das ist etwas, worauf er auf jeden Fall aufpassen muss. Weil er lässt die. Ja, immer wieder der Konter. Das ist die Gefahr. Sorry, dass ich immer wieder so viel stoppen muss, aber ich will nicht gleichzeitig so viel erklären, während das Video weiterläuft. Das ist die Gefahr, wenn man einen Jab langsam schlägt. Wenn der Gegner ein gutes Auge hat, wird er das richtige Timing finden und während euer Jab kommt, von oben mit der rechten drüber kontern, ja? Deswegen muss der Jab schnell kommen. Pa! Und wieder direkt zurück, ja? Bumm! Und direkt wieder zurück. Und am besten habt ihr die rechte Hand oder eben die linke Hand, je nachdem, welche Auslage ihr boxt, dann auch immer in der Nähe von dem Kinn, damit ihr gleich den Gegner abblocken könnt. Ja? Nicht Jab schlagen und die rechte runterfallen lassen, weil dann ist hier offen, sondern hier, bumm, bumm, bumm. Ja? Immer die rechte am Kinn behalten, um den Konter abzufangen.
Und Gegner anschauen, Gegner anschauen. Nicht runter, nicht runter. Augen hoch. Gegner anschauen. Komm, komm, kämpf dich durch, Junge. Kämpf dich durch. Oh, schöner Konter zum Körper. Also ich bin aber immer noch der Meinung, dass Trimax den Kampf gewinnen wird gegen Mickey. Ja, jetzt marschiert er wieder wie so ein Golem nach vorne und haut die Hände einfach raus, ohne Rücksicht auf Verluste. Ey, gute Runde, Mann. Alex, haust du einen Teil. Das ist so brutal, ne? Der ist so scheiße schnell. Oh. Aber ein unglaublich geiles Training. Hat so viel Bock gemacht. Wir hatten so viele Kämpfe. Ich glaube, ich habe über 20 Kämpfe heute gemacht. Einfach nur geil. Die ganze Zeit Tipps von Alex bekommen. Alex, unglaublich geiler Trainer. Müsst ihr unbedingt vorbeischauen. Sehr, 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 sehr geil. Umatra auch nur Props gegeben, dass er da noch ein paar Tipps bekommen hat. Ja, mega geil. Umatra hat heute die meisten Kämpfe, obwohl er Nasenbluten hatte. Hat gegen jeden mehrmals gekämpft. Todesgeil. Am Ende ist es gegen Yamaha. Einfach Yamaha, der vorbeigekommen ist. Mega geil. Wir werden das Ganze in spätestens 2 Monaten nochmal machen. Das heißt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren. Das war einfach geil. Auch der Fight gegen Niki gegen Jofi haben dreimal gekämpft. Ja, schau mal, was. Junge, wie kann man da nicht einfach Spaß daran haben? Schau mal, wie jeder einzelne von denen so ein richtig dickes Grinsen im Gesicht hat, Mann. Ich selber, ich muss zuschauen, ich finde das mega sympathisch, Mann. Ich schwöre, ich liebe das. Das ist auch so ein Ding. Voll viele fragen, ja, Edmond, ich würde gerne mit Kampfsport anfangen, aber ich traue mich nicht so. Ich will nicht als Neuling irgendwo dahin gehen und so. Die haben immer Angst, die denken, da sind irgendwelche voll die bösen Menschen beim Kampfsport oder so. Digga, meistens, wenn man zum Kampfsport kommt, jeder hat den Spaß seines Lebens. Den größten Spaß meines Lebens hatte ich teilweise immer beim Boxtraining, beim Kampfsporttraining und so mit meinen Jungs und so. Das ist so eine richtige Bruderschaft, die man dort aufbaut. So richtig engen Kontakt mit seinen Freunden und so wird da aufgebaut. Das ist so geil, Freunde. Ey, ich schwör's euch, wenn ihr Interesse an Kampfsport habt, Freunde, geht einfach, meldet euch irgendwo in einem Club an, zieht es durch. Ihr lernt so viel fürs Leben, ne? Ihr lernt Freunde fürs Leben kennen, ihr lernt Disziplin, ihr lernt Selbstbewusstsein, ja, euch selbst zu verteidigen in einer Notsituation, das ist immer wichtiger in der heutigen Zeit und es macht einfach unglaublich viel Spaß, Mann. Jetzt zu dem Video, also ich bin immer noch absolut der Meinung, dass Trimax den Kampf gegen Mickey gewinnen wird. Er sieht schon wirklich sehr, sehr solide aus, besonders sein Jab kommt jetzt mittlerweile echt gefährlich. Er hat noch, ich glaube, 3 Monate sind es fast jetzt, bis zu dem Kampf oder 3,5 Monate bis zu dem Kampf gegen Mickey, wenn er es jetzt noch schafft, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein hinter den Jab zu legen und den knackiger, spritziger zu schlagen, dann kann er wahrscheinlich seinen Gegner alleine mit dem Jab fertig machen. So, rein auf der Basis von den Videos, die ich bis jetzt gesehen habe, sehe ich auf jeden Fall Trimax vorne. Ey, ich bin unglaublich gespannt darauf, wie das weitergeht. Ich drücke auf jeden Fall Daumen hoch, ich schreibe auf jeden Fall auch einen Kommentar. Vielleicht liest er das auch. Der Jab von Trimax kommt schon richtig knackig und technisch sauber. Jetzt noch etwas mehr Tempo dahinter bringen und er gewinnt den Kampf safe nur mit dem Jab. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wir sehen uns dann im nächsten Video, Freunde. Bis dahin, bleibt alle gesund, passt alle auf euch auf und ciao, ciao, Mann.